Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, heute überschreitet Rot-Grün eine rote Linie, die in dieser Form in den letzten Jahrzehnten noch nie überschritten wurde. Es ist die rote Linie der Achtung vor Immobilieneigentum. Mit diesem Gesetz zur Flüchtlingsunterbringung in Privatgebäuden überschreitet Rot-Grün eine rote Linie der rechtsstaatlichen Achtung und des grundgesetzlich festgeschriebenen Respekts vor der Unverlässlichkeit von Haus und Hof. Und um es gleich vorweg zu sagen, Herr Dressel, dafür gibt es keinen plausiblen Grund. Und den haben weder Sie genannt eben in Ihrer Rede, noch Herr Tjax, der hauptsächlich mit Zahlen um sich geschmissen hat. Es ist nämlich schlichtweg falsch, wenn Sie uns hier glauben machen wollen, dass es nur die Alternative zwischen der Unterbringung in Schulsporthallen auf der einen Seite und der Beschlagnahmung privater Gebäude auf der anderen Seite gibt. Damit... Damit streuen Sie den Hamburgerinnen und Hamburgern Sand in die Augen, und das wissen Sie ganz genau, und das beweise ich Ihnen jetzt auch. Herr Trepol hat es ja schon angesprochen, vor zwei Wochen saßen wir als Vertreter der Fraktion zusammen mit den Vertretern der muslimischen Verbände. Die wollten nämlich wissen, wo und wie sie in der Flüchtlingskrise helfen können. Und Sie, Herr Dressel, haben dann darum gebeten, dass man doch Vorschläge für geeignete Unterkünfte machen möge. Das ist ja eigentlich überhaupt keine schlechte Idee. Schlecht ist aber, dass diese Vorschläge von unseren Gesprächspartnern schon vor Monaten gemacht wurden, sie aber vom Signat ignoriert wurden. Das hat man uns ja sehr deutlich in dem Gespräch gesagt. Das war natürlich eine sehr unangenehme Situation. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber, und das ist das Schlimme, das ist eben längst kein Einzelfall. Überall in der ganzen Stadt, in zahlreichen Gesprächen mit Bürgern unserer Stadt, hören wir, dass Leerstand angeboten wurde oder auch noch wird, der Senat sie aber ignoriert. Meine Damen und Herren, und das zeigt uns ganz eindeutig, dass Sie hier auch schlampig gearbeitet haben, dass der Senat eben noch längst nicht alle Mittel ausgeschöpft hat und dass es sehr wohl eine Alternative zwischen der belegten Schulturnhalle und der Obdachlosigkeit von Flüchtlingen gibt. Und meine Damen und Herren, wer einen so gravierenden Eingriff in die Grundrechte der Bürger zulässt, der ist auch bereit, andere rote Linien zu überschreiten. Und schon deshalb darf dieses Gesetz nicht erlassen werden. Es ist aber auch in jeder anderen Hinsicht völlig inakzeptabel. Zum einen juristisch, weil Sie damit in unverantwortlicher Weise ins Eigentumsrecht eingreifen, das bekanntlich durch unser Grundgesetz geschützt ist. Zum zweiten politisch, weil Sie mit einer solchen Maßnahme Ressentiments gegen Flüchtlinge und ihre Unterbringung schüren. Und drittens auch strategisch, weil das Gesetzesvorhaben die Hilfe und Planlosigkeit des Senats offenbar macht, die mit dieser drastischen Notmaßnahme offenbar kaschiert werden soll. Der Senat und die Fraktion von SPD und Grünen, die wollen uns jetzt damit beruhigen, dass die Immobilienbeschlagnahme ja gar nicht zur Anwendung kommen soll. Und wenn doch, dann sagen Sie uns, dass nur gewerbliche, aber keinesfalls private Immobilien beschlagnahmt werden würden. Das hätte der Bürgermeister ja höchstpersönlich zugesichert. Meine Damen und Herren, wen wollen Sie denn damit zum Narren halten? In was für einem Land, glauben Sie eigentlich, leben wir? König Olaf gibt sein Wort und deswegen ist es völlig egal, welche Gesetze erlassen werden und was drinsteht. Ich nehme Ihnen nicht eine Sekunde ab, dass Sie hier zwar ein höchst umstrittenes Gesetz schaffen wollen, Sie es aber gar nicht anwenden wollen. Und auch Ihre Beteuerung, dass Sie keine privat genutzten Gebäude beschlagnahmen werden, ist gar nichts wert, wenn das im Gesetz ausdrücklich zugelassen wird. Von einer Unterscheidung zwischen privat und gewerblich genutzten Immobilien steht im Gesetzestext nämlich gar nichts drin. Und das wäre ja wohl das absolut erwartbare Minimum gewesen in Zeiten, in denen Gemeinden anderswo in Deutschland ihre Mieter nach 10 oder 20 Jahren aus ihren Wohnungen kündigen wollen, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Das passiert in Deutschland, das ist ein Signal, das sollten Sie ernst nehmen. Das habe ich auch nicht gesagt.
Meine Damen und Herren, in Deutschland und gerade auch in Hamburg erleben wir eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft. Hamburger spenden Kleidung, Spielsachen und Geld. Sie engagieren sich ehrenamtlich, viele von ihnen bis zur Erschöpfung und sogar weit darüber hinaus. Und sogar US-Präsident Barack Obama lobte Hamburg dafür vor der UN-Vollversammlung in New York. Aber genau diese Freiwilligkeit, das große Wohlwollen der vielen Hamburgerinnen und Hamburger, wird durch Zwangsmaßnahmen, wie Sie sie heute vorschlagen, konterkariert. Doch ohne die ehrenamtliche Hilfe, ohne die vielen Freiwilligen, würde das gesamte System der Flüchtlingsunterbringung und Versorgung in kurzer Zeit zusammenbrechen. Sie nehmen gerne hin, dass hier vom Ehrenamt Strukturen geschaffen werden und aufrechterhalten werden, die eigentlich staatliche Aufgabe wären. Und ich denke, da spreche ich sicherlich für die meisten in diesem Hause, dafür sind wir auch alle unglaublich dankbar. Das gibt Ihnen aber noch längst nicht das Recht, diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer nicht diese Hilfsbereitschaft zeigen, die eine leerstehende Immobilie aus welchen Gründen auch immer nicht an die Stadt vermieten wollen, mit Ihrem neuen Gesetz dazu zu zwingen. Damit untergraben Sie das Vertrauen in den Rechtsstaat und in Ihre eigene Handlungsfähigkeit. Und erst recht, wenn der schnöde Hintergedanke vielleicht nur ein finanzieller ist. Schließlich können Sie karge Entschädigungen viel günstiger haben als frei ausgehandelte Mieten. Ich will noch ein paar Worte zum parlamentarischen Verfahren sagen. Das Schnellverfahren, mit dem Sie hier heute einen solch grundlegenden Eingriff in unsere Eigentumsrechte durchpeitschen wollen, ist eine absolute Zumutung. Und Herr Dressel, mir ist es wirklich absolut schleierhaft, wie Sie da von Verzögerung der Opposition sprechen. Das ist wirklich ein Witz. Vor gerade einer Woche haben die Abgeordneten dieses Hauses das erste Mal davon gehört. Aber nicht einmal über eine ordentliche Drucksache, sondern über die Medien. Ausgewählte Journalisten wurden in einem Pressegespräch von Bürgermeister Scholz und Justizsenator Steffen exklusiv informiert. Die Abgeordneten blieben außen vor. Sie erhielten den Senatsantrag, der heute nicht einmal auf der Tagesordnung steht, erst einen Tag später. Und den Zusatzantrag von SPD und Grünen, über den wir heute abstimmen werden, den bekamen die Abgeordneten der Opposition erst gestern, 2 Stunden vor der Sondersitzung des Innenausschusses. Die wurde mit wenigen Tagen Vorlauf so kurzfristig angesetzt, dass sich sicherlich längst nicht alle Abgeordneten, die sich gerne informiert hätten, dass die sicherlich nicht alle daran teilnehmen konnten. Und ein Protokoll zum Nachlesen, das kann natürlich auch in der Kürze der Zeit noch nicht vorliegen. Meine Damen und Herren, es gibt Momente, da spricht man von einer Sternstunde des Parlaments. Heute erleben wir genau das Gegenteil. Wir erleben einen Tiefpunkt parlamentarischer Unkultur von Rot-Grün verschuldet. Wir werden daher heute eine zweite Lesung verweigern und wir haben auch eine namentliche Abstimmung beantragt. Hier kann und darf sich keine Abgeordnete, kein Abgeordneter aus der Verantwortung ziehen. Und zum Schluss will ich Ihnen sagen, was die Alternativen zu diesem Gesetz sind und welche Erwartungen die FDP-Fraktion an den Senat hat. Statt eines übers Knie gebrochenen Gesetzesvorhabens hätten wir uns Konzepte des Senats gewünscht, auf welche Weise die tausenden neuen Mitbürger in das Bildungssystem, in den Arbeitsmarkt und in unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft integriert werden sollen. Dazu hören wir von den Senatoren Raabe und Horch erschreckend wenig, nämlich gar nichts. Wir fordern Sie seit über einem Jahr auf, endlich die Beteiligten an einen Tisch zu holen. Verbände, Vereine, Initiativen aus Flüchtlingshilfe, Wohnungswirtschaft und Unternehmen setzen sich mit der Politik an einen Tisch und bündeln ihre Kräfte. Das wäre ein gutes und wichtiges Symbol für die Stadt. Machen Sie das endlich, Herr Bürgermeister, und verstecken Sie sich nicht weiter. Die Aufgabe des heute aus dem Amt scheidenden Sozialsenators Scheele wäre gewesen, mit seinen Kollegen aus den Nachbarländern über freien Wohnraum zu verhandeln. Hamburg als flächenmäßig begrenzter Stadtstaat hat mit größeren Problemen bei der Unterbringung zu kämpfen als die umliegenden Flächenländer, aber dafür hatte der Senator offenbar keine Zeit mehr.
Meine Damen und Herren, die Antwort auf die Flüchtlingskrise darf nicht sein, den Rechtsstaat in Frage zu stellen. Wir müssen seine Regeln den Neubürgern, den Flüchtlingen nahebringen, auch durch eine rechtsstaatlich einwandfreie Unterbringung. Das vorliegende Gesetz will das genaue Gegenteil. Wir bitten Sie darum, ihm nicht zuzustimmen. Falls dies hier heute doch beschlossen wird, darf ich Ihnen ankündigen, die FDP-Fraktion prüft, ob und wie gegen das Gesetz Klage erfolgreich und möglich ist. Vielen Dank. Applaus